Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Harry Potter und der Feuerkelch. Neue Aufnahmesession, das heißt, erstmal ein bisschen fliegen. Das kommt ja bei euch ganz gut an. Die erste Runde könnte ich schon mal total vergessen, denke ich mal. Das ist jetzt eine Aufnahme aus der Kalten. Ich muss erstmal mit der Steuerung wieder einigermaßen klarkommen hier. Da war dann mal mit C und so. Ja gut, ich denke mal, ich mache verschiedene Durchgänge. Der erste Durchgang, in dem ich erstmal so ein bisschen versuche, die Steuerung wieder auf den Kasten zu kriegen. Nein, nein, ja. Nein, da geht schon los. Also auch ganz gerne... Ah, shit. Paar Bohnen wieder mit reinnehmen in die Nummer hier. Nein, den haben wir nicht mal annähernd bekommen. Ja, nein. Da geht schon los. Die Frage ist halt immer noch, wie sieht's aus? Willst du die Punkte über die Bohnen? Nein. Ja, Alter. Ja, okay, wir haben's. Ja, nein, vielleicht. Oh Gott, nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd. Naja, gut. Aber waren wir nicht schon besser? Das waren 50 Sekunden. Wir sind der Zeit schon hinterher. Bohnentechnisch geht das, glaube ich, einigermaßen klar, was wir hier eingesammelt haben. Aber gut, wie gesagt, das ist die erste Runde. Ich muss halt erstmal... Nein, ja, vielleicht. Was nimmt man lieber mit? Die Bohnen oder die blauen Reifen? Nein, okay, da wäre ich fast aus der... Da wäre ich fast aus der Kurve geflogen. Ja, komm. Und dann... Wow, da hätte mich auch der Pfosten fast mitgenommen. Nein, wie gesagt, wir nehmen... Ah, shit. Wir nehmen hier einfach mal links und rechts so... Wohntechnisch alles Mögliche mit, um hier vielleicht denn doch irgendwie. Shit, jetzt habe ich nicht auf die Zeit geguckt. Irgendwie vielleicht doch noch Gold zu holen. Weiß nicht, also. Ey! Ja, nehmen wir mit. Wie gesagt, wir versuchen beides. Also ich habe mehr so die Tendenz, dass es. Ja, dass es die Dings-Variante ist. Dass es mehr so die blauen Dinger sind, die wir alle einsammeln müssen. Jo, nein. Aber es kann natürlich auch sein, dass es auf die Punkte ankommt. Oder eine Mischung aus beiden. Allerdings... glaube ich, dass ich sowohl als auch beides nicht gerissen kriege. Also, sprich, dass wir alle blauen einsammeln oder alle roten einsammeln, das wird halt einfach nichts. Silber 2,19. Für den Start nicht schlecht. Weißt, er zeigt ja hier auch die Zeit an. Und deshalb vermute ich halt, dass es eher die Zeit ist. Das war jetzt eine Runde zum Warmwerden. Jetzt werde ich versuchen... Warte mal. Ich muss erstmal wieder reinkommen in die Nummer hier. Jetzt werde ich versuchen auf die... Pass auf, ich werde zuerst versuchen auf die Zeit zu gehen. Wenn das nicht klappt, gehe ich auf die Bohnen. Aber das ist auch dumm. Das ist auch dumm. Vergiss, was ich gesagt habe. Vergesst, was ich gesagt habe. Es ist Quatsch. Wir gehen zuerst auf die Bohnen. Da, weil wir hier den Ansatz schon verkackt haben. Bohnentechnisch. Okay. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Jedes Bühnchen, ein Tönchen. Hat er die trotzdem mitgenommen? Ja, ne? Nein, verdammt. Da geht schon gut los. Hier, siehst du? Da müssen wir vielleicht einfach versuchen. Okay, da sind wir voll aus der Kurve rausgetragen worden. Müssen wir halt... Ey, das ist aber auch mies, weil das Bild ist weiter unten und die Bohnen sind nur oben. Ne, das war dumm. Gib die Bohnen nimmt er, aber der hat ja eine bessere Hitbox, oder? Die Bohnen nimmt er, glaube ich, so oder so relativ gut mit. Nein, der fliege ich nur nach oben, ey. Und die Bohnen sind natürlich unten. Ja, es wird immer eine Mischung. Oh, das war ja noch schlechter, Alter. 51 Sekunden. Boah, wieso sind wir denn da noch schlechter gewesen? Na ja, gut, jetzt zwei hier die Bohnen. Wie gesagt, ich werde mich jetzt in erster Linie so ein bisschen auf die Bohnen konzentrieren. Zeittechnisch, denke ich, haben wir schon zu viel verkackt. Nein! Nein, verdammt, doch. Bohnen, Bohnen, Bohnen.
Wir wollen die Bombe. Okay, ja gut, wie hätte ich die ran. Also wie hätte ich die kriegen sollen? Alter. Voll den Bodycheck vom Turm bekommen. Ja. Ja, okay. Dö, Bohnen. Wir haben's gleich. Okay, schöne Sache. Ah. Ey, das irritiert mich halt immer, dass ich nach unten drücken muss, um nach oben zu fliegen. Das wirft mich total raus. Das kostet mich auch unbedingt, also unbedingt vor allem. Das kostet mich auf jeden Fall Zeit. Da würden wir wahrscheinlich doch die ein oder andere Sekunde mehr rausholen aus der Nummer. Ja, ja. Ja. Okay. Okay, ja. Ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also man merkt, wenn wir die blauen Ringe nicht... Oh Gott, ich bin sogar draufgegangen. Das ist natürlich jetzt noch ärgerlicher, dass wir jetzt hier noch zu viel Schaden genommen haben. Ah, das ist natürlich bitter. Aber ich wollte gerade sagen, dadurch, dass wir jetzt die blauen Ringe so links und rechts liegen gelassen haben, dadurch haben wir natürlich unendlich Zeit verloren. Ja. Vielleicht ist es eine Mischung aus beiden, aber ich würde sagen, es ist die Zeit. Es ist ausschließlich die Zeit. Das ist meine Tendenz. Einfach weil er dabei Silber halt auch die Zeit anzeigt und bis jetzt war es halt immer die Zeit, worüber wir die neue Dings gecatcht haben. Aber das ergibt auch keinen Sinn, oder? Bei 3,5 Silber? Das ist auch Quatsch. Ich check's nicht. Warum zeigen sie denn nicht einfach unten die Bohnen? Das muss eine Mischung aus beiden sein. Du musst eine gute Zeit hinlegen und du musst viele Bohnen einsammeln, glaube ich. Weil 3,5 noch Silber ergibt ja auch keinen Sinn. Ich ruder wieder zurück. Im Prinzip kann ich hier nach jedem Flugszenario, nach jeder Runde, kann ich hier einmal zurückrudern. Weil ich werde immer das Gegenteil behaupten. Wenn wir lauter blaue Ringe einsammeln, werde ich wieder sagen, nee, es sind auf jeden Fall die roten Bohnen. Und wenn wir lauter Bohnen einsammeln, sage ich dir, nee, das sind auf jeden Fall die blauen Ringe. Oh Mann, was ist denn das für ein Käse, ey? Ich glaube, es ist beides. Aber wieso wird das nicht angezeigt? Die Zeit wird angezeigt, aber die blauen Ringe nicht... Quatsch. Jetzt erzähle ich total einen Blödsinn. Die Zeit wird angezeigt, aber... Ja... Ja. Ja. Also ich versuche jetzt beides. Aber dafür muss ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen konzentrieren. Nein, das war dumm. Ja, okay, das war... Oh, voll rausgetragen hier aus der Nummer. Okay. So viel zum Thema. Ich versuche beides. Ich versuche gar nichts. Ja. Ja, schön weit unten bleiben, damit der Baum mich nicht trifft. Okay, das war ganz schön aus der Nummer hier raus. Geschlagen, da hat mich wieder irgendwas... Ja, da schon wieder, ey. So ein Kack aber auch immer. Ja. Ja. Wie ist das immer, also wie ist das eigentlich? Sammelt man immer den kompletten Ring ein von den Bohnen? Oder sammle ich immer nur zwei ein, weil ich nur durch zwei, muss ich komplett durch ihn durchfliegen? Eigentlich sammelt man doch trotzdem alles ein, oder? Ja. Da waren wir, glaube ich... Bisschen zu tief. Ja. Nein! Shit, da sind wir wieder irgendwo gegengedönert. Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Art Backup, wenn du keine Dings einsammelst. Keine blauen Ringe oder einen Schlag mit der Wand kriegst oder so. Dass du dann wieder langsam bist, dann musst du erst recht die roten Bohnen einsammeln. Nein. Also, dass wir das quasi ausgleichen, die Geschwindigkeit durch die Bohnen. Also, du musst immer irgendwas einsammeln am besten. So, jetzt will man schön nach rechts, aber, ja. Macht's nicht richtig, ja. Nein. Oh, das war dumm. Nein, den kriegt man doch, das gibt's doch nicht, doch. Irgendwas haben wir gekriegt, glaube ich. Geh nicht drauf, Harry. Das
können wir jetzt nicht gebrauchen. Alter, ich flieg doch schon weg. Nein. Geh weg mit deinem Scheiß. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ordentlich Zeit verloren, weil ich sie in einen oder anderen blauen Ring nicht eingesammelt habe. Was haben wir? Gold. Geh doch nach Hause, ey. Es sind wirklich die Bohnen. Es ist beides, bin ich immer noch der Meinung. Es ist wirklich Gold. Ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben. Die Runde hat sich auch angenehm angefühlt, aber so zeittechnisch habe ich es auch schon wieder gesehen. Du merkst das halt immer, wenn du irgendwo gegen eine Wand krachst oder wenn du einen Ring nicht einsammelst, wie du langsamer wirst. Und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, weil du weißt, du verkackst gerade wieder. Es ist zum Kotzen. Aber wir haben Gold geholt und damit ein Schild. Einen Schild geholt. Und da wir zeitlich einigermaßen... Ach, wir sind talentiert, ja. Erster Versuch, wie Batman aus Lego Batman Movie war das, glaube ich. Wo er da die ganzen Bat-Ranks wirft. Ist auch im Trailer zu sehen. Da wirft er die ganzen Bat-Ranks und muss damit so einen Knopf treffen. Und dann wirft er halt ein paar und trifft überhaupt nicht. Und dann feuert er halt alle ab. Und dann trifft er nachher mit irgendeinem. Und dann sagt er auch so, erster Versuch. So. Das haben wir doch schon mal. Jetzt brauchen wir hier also noch zwei Schilde. Wir gehen nochmal rein. Komm, wir nehmen mal Hermine. Einfach für die Abwechslung. Okay. Wir müssten jetzt theoretisch einfach... Ja, weiß ich auch nicht. Ich will jetzt hier einfach mal irgendwelche raus, weil ich mir in erster Linie jetzt das Level einfach mal reinziehen will. Und... deshalb nicht wundern, wenn ich jetzt hier einfach random oder vielleicht auch irgendwie zweimal den gleichen... Nein. Zweimal den gleichen? Warte mal. Hier, das sind doch die Fluchviecher, oder nicht? Vampirmospe. Können wir den gleich 10-mal nehmen? Die brauchen wir doch hier, die Vampir-Dödel. Können wir die hier auch nehmen? Warte mal, welche war denn das noch? Die hier? Solche waren doch auch dabei, oder nicht? Brauchen eigentlich ganz viele von den Viechern. Ah, ich kann die nicht mehrmals... Ja, keine Ahnung. Dann bleiben wir dabei. Nein, haben wir nicht noch was Besseres? Kann ich auswählen, okay. Okay, da sind wir wieder bei den Kreaturen. Nein. Kreatur, Fluch, Charakter... Ja gut, dann nehmen wir halt zweimal einen Fluch oder so. Ist ja auch wurscht. Okay, ich hab's verstanden. Das Ding hier ist also sozusagen ein Checkpoint. Das hier unten. Ja, macht ja Sinn. Macht ja Sinn. Allerdings ist das jetzt natürlich ein bisschen doof, weil wir den Weg jetzt zurücklaufen müssen. Also, ich kriege jetzt... Die Schilde vom Anfang, ja? Ist das wirklich so? Nee, warte mal, der ist es nicht. Aber wie... Ich meine, ich habe doch jetzt gar nichts... Oder habe ich irgendwas bekommen, dass ich da jetzt hin kann? Weil eigentlich dürfte sich doch nichts geändert haben, oder? Warum sollte ich denn jetzt auf einmal an die Schilde rankommen, die am Anfang da rumchillen? Aber jetzt kommen hier auch gar nicht mehr so eine Insektenviecher, oder? Halt doch die Fresse. Hätte ich doch mal nichts gesagt. Da, willst du mich verarschen, Alter? Instant Kill, oder was wird das hier für eine Nummer? Kann den mal einer wegmachen? Bekämpf ihn, wickel ihn ein, mach irgendwas. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwie irgendwas machen wir hier gerade. Alter. Guck mal, die anderen beiden chillen einfach nur, machen gar nichts. Ja, zu Recht wurde die auch gestochen. Alter. Die Viecher sind trotzdem kacke zu bekämpfen. Können wir hier nicht den machen? Und den, achso, jetzt ist er schon da. Oh, da kommt direkt der nächste.
Genau, halt ihn mal auf. Damit wir den Weg wieder zurückgehen können. Das ist total dumm. Wir haben das Level doch absolviert. Warum müssen wir denn jetzt den Weg nochmal zurücklaufen? Warum habt ihr mich denn jetzt auf dem Checkpoint abgesetzt? Was soll denn der Quatsch? Wie Ron da einfach gedisst wird. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das ist auch vom Level-Design her, also diese Moskitoviecher da, die sind richtiger Absturz, Alter. Das ist nicht cool. Das ist einfach nur nervig. So, also, es tut mir ja leid, so, aber für mich, ich bleibe immer noch dabei. Der vierte Teil, sowohl als Film als auch als Spiel, der schwächste. Hat nette Ansätze, aber ist halt mega dumm. Vermiculus. Vermiculus. So, zumal, guck mal, du machst einen Platz und der greift dich halt, also kommt halt ein neuer. So, das ist doch scheiße. So, mach mal auf den, dass die Dinge halt auch immer wieder zuklappen, so, das ist halt auch lame. Sowas kannst du nicht bringen. Das kannst du in Spielen nicht bringen, wenn du guck mal, Far Cry 2 damals war das beste Beispiel. Auch richtiger Müll, richtiger Absturz. Du hast einen Checkpoint gesaved. Also so ein Lager gesichert. Bist weggegangen, bist wiedergekommen, war das Lager wieder voll mit Gegnern. Das ist halt einfach Quark. So. Sowas macht halt keinen Bock. Das sind Sachen in einem Level, die du halt schon, warte mal, wie ging's? Aktio! Jetzt. Das sind Sachen im Level, das hast du schon gecleant so und dann nochmal den gleichen Scheiß zu machen, ist halt Blödsinn. Aber gut, wir gucken uns jetzt hier einfach in dem Level nochmal ein bisschen um. Und danach ist der Part halt auch zu Ende. Ich versuche hier einfach nur mal abzuchecken, ob sich jetzt hier vielleicht irgendwas geändert hat, dass wir da irgendwie rankommen. Aber ich wüsste jetzt halt nicht... Da! Das Ding ist auf einmal da, Tatsache. Das ist ja unglaublich. Das Ding ist wirklich auf einmal da. Warte mal. Wie kann ich das nochmal machen? Ich kann trotzdem nichts machen. Oder... Ja, genau. Ja, lauf gegen. Nein. Nein. Jetzt macht er's. Nein. Geh doch nach Hause, ey. Dieses So. Und schon macht er es nicht mehr. Jetzt. Nein. Harry, lauf nicht im Weg rum, Harry. Harry. Also darf ich das mal zusammenfassen. Die Pflanze steht 2 Meter von ihr weg. Ich mach meinen Move. Sie nimmt die Pflanze nicht. Stattdessen nimmt sie den Stein, der 2 Kilometer weg steht. Alles klar. Dann sind wir uns ja einig, dass das dumm ist. Okay, wir brauchen noch einen. Ah, das ist aber auch interessant, ne? Dass das jetzt hier einfach... Weiß ich nicht. Wollten sie da so ein Spiel draus machen? Ich weiß gar nicht, wie sich diese Spiele nennen. So Elden Ring-mäßig und sowas? So ein Rollenspiel-mäßiges? Oder ist das überhaupt Rollenspiel? Oh ne, jetzt muss ich den Weg bestimmt gleich nochmal laufen. Ich will doch den zweiten Schild auch noch einsammeln. So. Wir haben immerhin ein Schild eingesammelt. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich will jetzt nochmal ganz schnell probieren. Ob wir den anderen auch noch... Setz mich vorne ab und nicht beim Checkpoint, du Penner. Ron, du darfst auch nochmal. Komm. Ja, lassen wir alles so wie... Jo. Geh doch nach Hause. Nein, lauf doch nicht dran vorbei. Und wir laufen und laufen und laufen. Und wir wirbeln und wirbeln und wirbeln gleich wieder. Haltet mir den Rücken frei. Ey, ich hatte mich so vorhin gefreut, dass diese Moskitoviecher nicht da sind. Und in dem Moment kam so ein Viech auf einmal. Ey, das ist unglaublich. Wieso kannst du nicht übers Geländer springen, Mann? Das macht jeder Erstklässler. So, komm. Die anderen beiden auch wieder überhaupt nicht am Start. Kümmer dich drum, ja, mach was. Ja,
das ist doch kacke. Ihr müsst was machen. Ich kann nichts machen. Ich lieg hier rum. Und ich backe rum. Meister, du bist nicht hier. Wie hieß dieser Film mit der Erbse? Mit dieser Bohnenranke? Den gibt's doch auch verfilmt mit Jack Black. Heißt der nicht auch irgendwas mit Jack? So, hier. Alter, das dauert halt auch ewig, bis er die auswickelt, ne? Dieses Level ist wirklich Absturz. Also das ist wirklich... An sich ist die Idee... Ich mag ja Pflanzen. An sich ist die Idee ja eigentlich ganz geil. Aber guck dir diese Moskitoviecher an, ey. Das ist doch für 'n Arsch. Das habe ich bestimmt schon erwähnt, aber es gibt diesen einen komischen Film mit Will Ferrell. Ah, geh doch nach Hause. Ich glaube, der heißt Die vergessene Welt oder sowas. Der ist halt auch schon 15 Jahre oder so her. Und da gibt es, glaube ich, die Szene müsste auch im Trailer zu sehen sein. Da sitzen die irgendwie am Lagerfeuer oder so. Den Film halt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe ihn damals geguckt, als er rauskam. Und dann kommt auch so ein Moskitoviech angeflogen. Und der Gag ist halt, dass das so ähnlich ist wie eine Mücke. Ne? Eine Mücke, die piekt dich und dann zieht sie dir ein bisschen Blut raus. Und da ist halt der Gag, dass dieses Moskitoviech angeflogen kommt. Ich guck immer auf die falsche Gesundheitsleiste. Ich guck halt immer bei Harry rauf, weil das links oben im Bild ist. Hallo. Okay, ich kann Akio offensichtlich. Doch, warte. Ich verwechsel das immer. Ist das nicht Akio hier? Da. Jedenfalls kommt dieses Moskitoviech dann angeflogen und dann sagen sie alle, boah, ist das groß und so. Und dann saugt dieses Ding halt an seinem Hals oder so und er wird instant ohnmächtig, weil das Ding auf einmal nicht wie so eine kleine Mücke so einen Kleinstich macht, sondern halt ordentlich einen halben Liter da absaugt oder sowas. Das ist halt so ein bisschen der Gag da dran, ne? Und so sehen diese Viecher hier auch aus. Dann wissen wir, wo... Der andere Film ist, glaube ich, von 2009. Und der hier, das Ding hier ist ja von 2005 oder so. Dann wissen wir, wer wo geklaut hat. Ah, geh doch nach Hause. Ich hab mich gestochen. Ja? Heul doch. Fass sie nicht mehr an. So, mal auf hier die Kiste. Ich laufe aus Sicherheitsgründen hier einmal rum. Capere Tractum. Ah, ist doch gut. So, und wie kommen wir jetzt... Komm, gib mir die Anzeige. Wie komme ich an diesen Schild? Das check ich nicht, weil normalerweise... Oder muss man da von unten irgendwie... Aber unten sehe ich überhaupt keine Knollen. Weil ich kann ja hier jetzt auch nichts aufwickeln, oder? Irgendwie irgendwas beschießen? Zumal man das Ding ja hier auch irgendwie offensichtlich... Ach so, warte mal. Nochmal, geh mal, vielleicht können wir damit jetzt das machen, was ich eigentlich schon mit dem Stein machen wollte. Genau. Genau das wollte ich machen. Das fühle ich doch. Ich wollte diesen Kessel einfach nur da runterwerfen. Alter, ist das dumm. Es hat geklappt. Meine Güte. Stand dieser Kessel beim letzten Mal noch nicht? Da habe ich jetzt nicht so ein Gespür für. Das habe ich mir echt nicht... Ist das dumm, ey. Ich weiß es nicht. Also ich mag... Ich bin nicht der Typ für solche Spiele. Guck mal, sowas so ist ja auch Ori and the Blind Forest oder sowas ist ja auch so aufgebaut. Metroidvania-Spiele oder so sind das, glaube ich, ne? Dass du erst hinterher irgendwo hin kannst, weil du erst eine Fähigkeit einsammeln musst. Boah, nee, sowas mag ich gar nicht. Wenn du 20 Mal durchs gleiche Level rennen musst, das ist leider überhaupt nicht meins. Aber jedem der es fühlt so, viel Spaß damit. Ich mag sowas überhaupt nicht, wenn du Ewigkeiten durch ein Level rumdümpelst und nochmal hin und nochmal wieder zurück. Und dann brauchen wir noch das was weiß ich, ist mir scheißegal. Mag ich alles, mag ich nicht. Ich will in einem Level so eine leichte Open-Schlauchwelt haben. Oder nur eine Schlauchwelt. Wo ich von A nach Z renne. Ich habe zwar nicht so ein Problem damit, auch mal ein Stück wieder zurückzulaufen oder so.
Aber nicht das komplette Level und nicht, ich muss erst was gewinnen und dann daran zu kommen und so. Nein, ich will das Stück für Stück erlernen. Und dann nach und nach immer besser werden und vorwärts. Und nicht wieder zurück und dann war da hinten nochmal irgendwo irgendwie was. Nee, das ist nicht so meins. Dafür gibt's halt zu viele Spiele und da bin ich dann leider raus. Aber wir haben alle Schilde eingesammelt, die wir brauchen, um ins nächste Level zu kommen. Und das nächste Level gucken wir uns dann auch im nächsten Part an. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dann sag ich einfach mal ciao.